Wahrlich, ein guter, wenn nicht der beste Gefährte ist ein guter Ratschlag dem Wanderer auf seinem Weg. Und wahrlich, ein Wanderer ist der Mensch, gar ein Denkender, auf den sich unentwegt schlängelnden Wegen des Lebens. Also? Irrt nicht ziellos umher. Ohne Ziel zu sein bedeutet, niemandem nutzen zu können. Macht euch Gedanken darüber, warum und zu welchem Zweck ihr erschaffen wurdet. Denkt über die Aufgabe und die Verantwortung des Menschen im Universum nach. Ihr werdet die Rolle, die euch in ihr zugewiesen wurde, erst dann richtig übernehmen können, wenn ihr wisst, welche diese überhaupt ist. Lernt euch selbst kennen. Alles beginnt bei euch selbst. Vergesst nicht, dass ihr der Dreh- und Angelpunkt der Schöpfung seid. Der Mensch ist sowohl Weg als auch Wegbeschreiter. Wenn der Wegbeschreiter den Weg kennenlernen will, muss er sich zunächst selbst kennenlernen. Seine Talente, seine Stärken, Schwächen, seine Verantwortung, seine Rechte und Pflichten. Die, die sich daran gemacht haben, den Menschen kennenzulernen, werden bemerken, dass es eigentlich die Fähigkeit zum Lernen und Begreifen ist, die den Menschen zum wahren Menschen macht. Ihr werdet erstaunt feststellen, dass alle Tugenden des Menschen mit Wissen und Bewusstsein verbunden sind. Flieht vor der Unwissenheit, als würdet ihr vor der Pest fliehen. Wissen und Bewusstsein sind wahre Tugend. Sucht nach den Quellen, die euch zur Kenntnis führen und euch die Wahrheit erblicken und entdecken lassen. Diese Entdeckung ist machbar mit Lesen im weitesten Sinne. Und nicht nur das Auge liest. Das Ohr, die Nase, die Zunge, der Verstand, das Herz, die Seele, sie alle sind Werkzeuge, die lesen. Nur die Arten des Lesens unterscheiden sich. Das Herz und der Verstand jedes Menschen hat ein angeborenes Verlangen nach innerem Frieden und Ausgewogenheit. Dieses Verlangen kann nur durch die Quelle, die euch zur wahren Kenntnis über den Sinn und Zweck des Daseins führt und euch die Wahrheit erblicken und entdecken lässt, gestillt werden. Das ungestillte Verlangen des Herzens und des Verstandes nach innerem Frieden und Ausgewogenheit zieht nach sich viel schlimmere Folgen als der ungestillte Hunger des Magens.